Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir befinden uns immer noch beim Millennium Falcon. Tobias, sein Baby, wenn man so will. So ist es. Tüte 14. Mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Ja, schwere Geburt, kann man auch sagen. Au. Tüte 14. Guck Ja, mal, die wo. solltest du haben, glaube ich. Die habe ich mir noch so. Oder sowas. Arbeitsbesitzung. Ich glaube, das war's auch. Es geht aufs Ende zu. Also nur noch kleine Tütchen. Ja, nur noch kleine Tütchen. Wo kleine Tütchen auch noch drin sind. Kleine Tütchen mit kleinen Tütchen, genau. Das ist schocken. Vier Tüten. Tutschuss. Weg damit. Weg damit. Recycling. Wir bauen Kriegsschiffe und keine Plastikspielzeuge. Gut, fangen wir an. Ja, mal gucken, welche Teil diesmal bleibt. Oh, jetzt kommt der ganze große Deckel oben. Guck dir an, das wird nicht klein. Das wird nicht klein, nein. Das wird nicht klein. Ja, es kommt jetzt hier so. Ja, so klein darüber irgendwie, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Natürlich ist. Lego heißt anfangen zu bauen, ohne zu wissen, was mal rumkommt. Ja. Nein. Zack, zack. Tobias ist schon fertig. Genau. Nein, ich mach schon mal meine Seite, weil das ist wieder separat. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Das wird jetzt zum Running Gang. Ja, nu. Wir haben Weihnachten, aber wir haben doch auch schon wieder Ostern. 13. Teil. Das heißt, es ist. Ja, der könnte tatsächlich Anfang April kommen. Ist nicht ganz Ostern, ne? Also es geht in die Richtung. Ja. Wahnsinn. Für meinen Geburtstag ist es fertig. Nee, drüber hinaus. Drüber hinaus. Wir gehen ja in den Mai rein. Ja, richtig. Ich habe ja Mitte Mai, also. Ja. Ja, könnte so gerade passen. Also gerade eben. Also mein Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk zugleich. Ja, echt mal. Also ich glaube, so ein Projekt, was wir in so weit vorher rausproduzieren, hatten wir, glaube ich, auch nicht. Nee, hatten wir nicht. Der Turm hatte auch leider gedauert, aber... Ja, aber der, also das waren, glaube ich, nur... 15? Oder so? Egal. Weiß ich gerade gar nicht. Guckt in die Playlist. Wir wissen es gerade nicht. Ich war ja erschrocken, wie wenig Teile im Gegensatz dazu das Ghostbuster Hauptquartier hatte. Ja, genau. Gerade mal die Hälfte oder so. Das ist schon ungewöhnlich, ja. Ich bin froh, dass die Videos zumindest bis Part 12 immer hochgeladen sind. Ja. Alle! Und editiert sind sie auch schon. Wow. Ich habe auch ein schönes Thumbnail gefunden. Aha, ich bin gespannt. Ja, thematisch halt, ne? Bin gespannt. Es gibt ja eine Webseite, wo du freie Bilder nutzen kannst. Genau, richtig. Und da hat sie so ein schönes von dem Ding. Im Space. Oh, das ist so, wie es ist. So, wie es ist. Okay, da brauche ich diese. So, das ist schön. In Space, ja. Kannst du dir ja mal angucken. Nee, ich lass mich überraschen. Nee, interessiert sich nicht für unsere Arbeit. Das ist, wir nehmen das auf und ich mach den Rest. Das interessiert ihn dann nicht mehr. Das verhindert nur die Arbeit, das ist auch richtig auch so. Schön, ja. Das ist auch richtig so, genau so sollte es sein. Da bin ich dann froh, dass ich einen flotten Rechner habe. Also aber ich war erstaunt, dass selbst die langen Videos in anderthalb, zwei Stunden hochgeladen waren. War's echt? Ja, das ging flott. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ja, 100 Mbit, ne? Oder 100, das sind ja mittlerweile sogar noch mehr. Cool. Juni, die hat ja hochgestellt. Sogar ohne Aufpreis. Sie haben mich gefragt, wollen sie nicht schneller werden? Und dann schalten sie es mir ganz ab. Na. Ja, ich weiß auch nicht, seit dem Wechsel gibt es irgendwie ständig Einbrüche. Ich weiß auch nicht. Es gibt natürlich auch andere Anbieter wie Vodafone, Telekom. Kenne ich alle nicht. Was ist das? Vodafone? Kann er das essen? Wir wollen nur die Konkurrenz auch erwähnen. Warum? Werden wir nicht bezahlen. Nicht? Schon wieder nicht?
Ach Mann. Was ist los mit dem Product Placement auf YouTube? Weißt du, jeder Popel verdient an seinen. Ach, da könnte man jetzt schon wieder was zu sagen. An seinen Scheiß, ja. Ja. Und wir machen was Vernünftiges, Friedensstiftendes und Lego sagt nein. Ja, ist nicht schlimm. Wobei, wir haben nie offiziell angefragt. So ist es. Meine, angefragt, dass wir es machen dürfen, ja, steht ja auch in jeder Videobeschreibung mit freundlicher Unterstützung von Lego Deutschland. Auf diesen Satz bin ich irgendwie stolz. Ich auch. Und, Aber die haben ja schon, habe ich ja schon erzählt, die haben unsere Videos ja registriert und gut, für gut befunden. Gut befunden, immerhin. Mal gucken, was sie zu dem Millennium. Oh ja. Seid ihr denn bescheuert? So ein Projekt in real life. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich bin gespannt, wie lange der Zeitraffer vergehen wird. Oh ja, genau. Ich glaube, da werde ich ein bisschen höheres Tempo reinschrauben, damit das zeitlich unter 10 Minuten bleibt. Ach, kann ruhig 10 Minuten dauern. Ja, aber länger auch nicht. Irgendwo ist dann auch eine Grenze. Ach, warum nicht? Zu den Specials habe ich jetzt übrigens keinen Zeitraffer gemacht, ne? Also der Nussknacker, der vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde. Und die Simpsons ja auch nicht, da haben wir ja auch nichts gebaut. Ja, da haben wir auch wirklich nichts gebaut. Das war ja wirklich nur ein Unterhaltungsvideo in dem Moment. So, mir fehlt noch so ein Schräubchen hier. Da. Schräubchen? Ja, doofer Ausdruck für... Bitteschön. Was? Schon? Ja, das ist alles. Mehr darf ich nicht. Ich habe ja schon vorgebaut, wie du siehst. Ich brauche nur ransitzen. Ja, du brauchst nur ransitzen und dann bin ich wieder. Aber so geht's. So geht's. So sind wir in 5 Minuten fertig. Ja, ganz ehrlich, wenn man die Teile sieht, denkt man sich, auch 10 Minuten ist doch kein Ding. Ja, richtig. Das muss ich erstmal. Hä? So? Ah, so rein. Wir stellen einen neuen Weltrekord auf. Wir lernen die Anleitung auswendig. Komm dann ins Guinness-Buch. Das wäre doch was. Und dann bauen wir das Set auf, indem wir alle Teile wieder auseinandernehmen und ohne Anleitung zusammenbauen. Allein das zu prüfen, wird hier ein halbes Jahr dauern. Die werden sich dann auch sagen, ja danke. Nee, danke. Das prüfe ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Das soll jemand anders machen. Das stimmt allerdings. Ja, ein geiles Projekt. Ein nicht zu schaffendes Projekt. Du, das glaube ich nicht, dass das nicht schaffbar ist. Hallo? 7241 Teile? Du kannst alles auswendig lernen, warum nicht auch sowas? Ja, schon, aber... Schon. Wir machen das als Team. Ich lerne die Seite und du lernst sie. Das ist schon nur noch halb so viel. Super. Super. Das ist eine Nicht-Selbst-Glaube, ganz ehrlich. Ich glaube nicht an die Macht. Das wäre was für Wetten, das. Das wäre eine Abendsendung gewesen. Abendsendung, Wochensendung. Ja, genau. Schalten Sie jetzt wieder ein, wenn es wieder heißt Thorsten und Tobi Bauen. Live auf, jeden Samstagabend für die nächsten 16 Wochen. Genau. Thomas Gottschalk hätte sich geehrt gefühlt. Nee, wir holen Thomas Gottschalk noch einmal. Nur deswegen. Ja. Nur deswegen. Das wird ein Special Revival. Boah, das verkaufen wir dem ZDF. Alter, das wäre doch was. Wetten, dass die Jungs es schaffen, innerhalb von unter 20 Stunden aus dem Gedächtnis den Millennium Falcon ohne Anleitung zusammenzubauen. Dann holen wir uns Prominente dazu, die einfach sagen, nö. Ja. Ich glaube das nicht. Also diese Semi-Prominenten manchmal. Nee, richtige. So richtige. Ja, keine Ahnung, John Cocker oder sowas. Also richtig tolle Leute, Tom Jones. Nicht diese B-Promis, die immer da sind. Ach, das ist doch nichts. Nein, ich meine richtige Leute, die man kennt. Die auch bekannt sind und nicht nur für einen Tag. Aber für eine Aktion, ja. Das wäre richtig geil. So, hier stimmt auch wieder was nicht, weil ich einen dummen Fehler gemacht habe. Wir waren ja gestern über diesen Markt, habe ich dir erzählt. Und dann sind wir zurück zum Bahnhof und dann... Mitten auf der Straße spielen ja ab und zu mal Leute, Musik und so. Ja. Und
Da war so ein richtig geiler Typ und der hat so richtig geil Queen gesungen. Ja, das ist doch was. Das war richtig toll. Natürlich auch schwierig alleine, ne? So eine ganze Band zu imitieren. Aber er hat es richtig authentisch gemacht. Ja. Das Publikum hat dir noch geholfen. Also. War schon geil. Schöne Atmosphäre. Ich war schon lange nicht mehr in Dortmund. Seit dem Umzug, glaube ich, noch einmal oder so. Kannst du irgendwie nie wieder ergehen. Obwohl ich damals ja gesagt habe, ich fahre trotzdem ein, zwei Mal im Jahr hin. Ist irgendwie nichts draus geworden. Aber wenn man da einmal gewohnt hat, dann hat man es irgendwie auch schnell satt. Kann ich vorstellen. Also man fährt lieber von außerhalb hin als ja. Andersrum. Weil damals eine Viertelstunde, 20 Minuten bis in der Innenstadt, das war ja nichts. Aber nach einem halben Jahr hat man dann auch alles gesehen. Ja, das ist so. Das ist ja fast überall so. Das Einzige, was hier halt doof ist, dass Geschäfte aussterben. Da ist in der Innenstadt nichts mehr. Ja, leider. Ist aber ein Problem, was viele Städte betrifft. Ja, es gibt auch keine Gegenmaßnahmen irgendwie. Ja, die Leute sind ja dann noch teilweise so unschuld, ne? Teilweise. Ja, zum Beispiel wegen deinem Arbeitgeber. Das ist halt praktisch. Da haben sie einen Test gemacht. Hm. Das fand ich mal interessant. Da haben sie zwei Familien genommen und die mussten sich aus allen Diensten abmelden für eine Woche. Okay. Oder für 4 Wochen, auf jeden Fall für eine längere Zeit. Also die konnten dann nicht mehr eben, sie meinte, ja, also es war eine Frau mit Familie, die lebte auch wirklich ländlich, die zur Innenstadt tatsächlich, es war eine Reise mit dem Auto jedes Mal eine halbe Stunde mit Kind und Kegel und die anderen lebten eher in der Stadt und so, aber die sind beide fast durchgedreht. Ja, normalerweise würde ich jetzt ein bisschen Klebstoff bestellen, auch nur auf den Knopf zurück, das waren alles Prime-Kunden. Da weiß man auch gleich, worum es geht. Das ist ja nicht schlimm, kann man ja ruhig wissen. Kann man wissen. Das haben die Leute eh schon mitgekriegt. Und dann haben die gesagt, oh, jetzt einen Film gucken geht auch nicht, ne? Streamingdienst. Und ja, genau. Die einen hatten Alexa in der Küche und immer wenn die morgens runterkamen, hieß dann Alexa, spiel morgen Musik. Also die haben ja dann ihre Playlisten. Ja, genau. Die sind alle durchgedreht. Ja, weil es irgendwie dann selbstverständlich ist irgendwann und dann, ja, wenn es nicht mehr da ist, ja, fehlt es. Man gewöhnt sich halt leider sehr schnell an Sachen. Und dann haben sie mal geguckt, was Alexa denn überhaupt so mithört. Eine Menge. Das ist ja eine kleine Spionin, ne? Ja, ist es. Wobei Amazon selber ja sagt, es kann sein, dass wenn Alexa das Codewort hört, auch wenn es nur ähnlich klingt. Ich hatte das zum Beispiel, ich habe eine Sprachnachricht bei WhatsApp bekommen. Ja. Und das klang dann so wie, hey Siri. Hm. Und auf einmal sprang Siri an, obwohl kein Mensch mit ihr reden wollte. Das war auch gruselig. Aber das sind halt Worte, die ähnlich klingen, ne? Und dann. Wobei das hat vorher bei mir nie funktioniert. Das geht auch nur erst seitdem ich das neue Handy habe. Okay. Vorher ging hier Siri bei mir. Also muss es WLAN sein und Stecker drin. Was? Aber mit dem neuen geht das. Also mit der alten Kiste hier geht das nicht. Aber ich bin froh, dass ich es nochmal ins Laufen gekriegt habe für diese Videos. Auf jeden Fall. Letztes Mal mit dem Pad, das war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die habe ich. Das sind die hier. Doch, ich übergebe das mal in deine Obhut. Und wenn nicht, darfst du mich lünchen. Nein, darf er nicht. Lünchen nicht, aber meckern. Ja, aber das war schon spannend. Die hatten innerhalb von 14 Tagen so 16 bis 20 Bestellungen. Durchschnittlich. Warte auf. Ja, ohne Mist.
Die haben jeden Scheiß bestellt, nur weil sie keine Lust hatten, aus dem Haus zu gehen. Deswegen sage ich ja, das waren richtig Hardcore-Kunden. Das sind wirklich Hardcore-Kunden. Ne? Das war echt krass. Die musst du erst mal finden. Ja, die haben den Dienst halt genommen. Prime, da zahlst du auch, wenn du einen Kugelschreiber bestellst, keine Versandkosten. Ne? Das haben die sich dann zu Nutzen gemacht. Ich meine, wenn du auch ein Land verstehst, kann ich es irgendwo sogar noch ein bisschen nachvollziehen, ja. Weil die sind dann irgendwann, ja, weil auch Schulbeginn war, mussten sie Schulsachen besorgen und noch mal ein paar Schuhe oder so. Ja, und dann sind die, wie haben die das gesagt? Irgendwie haben die es genannt. Ja, die hatten auf einmal 10 Paar Schuhe gekauft, obwohl sie es nicht wollten. Hm. Weil sie auf einmal wieder die Möglichkeit hatten, ne? So ist es, ja. Aber eben real life im Store. Hm. Und dann fing das dann an, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt deutlich teurer war, als hätte ich es online geshoppt und so, ne? Also die haben die schon gut programmiert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Aber Kleidung und Schuhe habe ich noch nie online bestellt. Aber es wird am meisten bestellt. Echt? So. Mhm. Ich weiß nicht, ich traue mich da irgendwie nicht, weil so ein Hemd oder so ein Schuh muss man doch mal anprobieren. Oder? Ja, aber viele bestellen sich dann halt mehr, 2 Größen oder, und dann schicken sie die anderen zurück. Man weiß ja auch ungefähr, was für ein Pass das ist. Ja, ich meine, mittlerweile ist es bei mir auch so, ich gehe in einen bestimmten Shop rein und dann, ich brauche meistens 1-2 Schuhe nur anprobieren, dann nehme ich es mit. Ich halte mich da keine Stunde auf. Nicht? Nein. Ist tatsächlich so. Also die Schuhe angezogen, mitgenommen, fertig. Ich glaube 17 Euro oder was. Ich habe dann immer, ich gucke gleich mal auf die roten Schildchen. Preis spielt keine Rolle, auch voll gefallen. Ja, doch, für mich müssen Schuhe keine 500 Euro kosten. Wobei ich festgestellt habe, eine bestimmte Marke trägt sich länger als eine bestimmte andere Marke. Okay. Obwohl die preislich sich nichts tun. Seitdem achte ich da auch drauf. Deswegen, ich habe für Schuhe, glaube ich, noch nie mehr als 30 Euro ausgegeben. War ich schon. Ja, gut, jetzt richtig gute Schuhe, ne? So Slipper und so ein Quatsch, ne? Was man so auf Hochzeiten anziehen kann, ja. Aber ja, ich glaube, selbst die haben nur 45 gekostet. Die habe ich auch noch. Also sowas hält ja ein Leben lang. Sowas hält. Ja. Aber was ich jetzt so trage, das hält dann ein halbes Jahr und dann gibt es neue so ungefähr. Ich habe das Gefühl, bei den teuren sind die Sohlen besser. Ich glaube, das muss auch so sein, sonst wird sich der Preis nicht rechtfertigen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nur ein paar Schuhe. Ja, als war normal, ne? Da fällt die Auswahl recht leicht. Schatz, welche Schuhe ist ich? Ich ziehe meine Schuhe an und dann ist gut. Weder die roten, die blauen noch die grünen. Das ist alles einfach. Tobias kommt ins Stocken. Das wird nichts mit dem Weltrekord. Wir kratzen an der 18. Stunde. In 20 wollten wir fertig sein. Oh, 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 oh. Ja, aber ich verstehe das ja nicht. Gottschalk fängt an zu schwitzen. Oh, was ist denn damit? Eine ist tiefer, das andere ist höher, ist alles gut. Ja, aber dazwischen. Siehst du das hier? Da sollen 2 Teile hin, aber ich weiß nicht, wie man... Ah ja, jetzt. Ja, guck. Wenn man drüber redet. Ja, sag ich ja. Einfach mal. Was ist das hier? Kann sich manchmal echt lohnen, seine Gedanken einfach mal auszusprechen, um gewisse Dinge nachvollziehen zu können. Aber, hä? Oh. Ja, ist schon kompliziert, ach ja. Nee, das geht auch nicht. Thorsten, guck doch mal bitte. Ich soll gucken, Papa kommt helfen. Okay. Da ist das. Das habe ich. Dann das, dann dieser Stab und dann links daneben soll ein Pinöppel. Aber wo soll der fest? Da drauf, auf dem Braun. Da siehst du, auf dem Braun kommt der drauf. Ja, aber der Braune ist flach und nicht. Nein, der ist auch nicht flach, der ist auch ein Pin frei. Der hier. Genau da, wo dein Daumen jetzt drauf ist. Ja, aber da ist doch das drauf. Ja, welchen Pinöppel meinst du denn? Hier. Ach, das Runde hier. Das Runde, ja. Ja, weil das kein flacher ist. Da soll ja auch kein flacher rein, mein Freund. Den kriegst du mit deinem Werkzeug aber nicht raus. Ja, aber. Tja, hätte ich bald gesagt, da muss Nintendo was erfinden, aber das ist ja Blödsinn.
Haben wir irgendwas? Wo willst du da greifen mit einem flachen? Aber den habe ich falsch reingesetzt, kann das sein? Mhm. Ja. Mea culpa. Wir wollen mal sehen, wie es funktioniert. Mann. Soll ich es rausholen? Ich habe Fingernägel. Ich nicht. Du nicht. Ich wundere mich schon, warum geht das nicht? Ja, da habe ich mich vertan tatsächlich. Muss ich erst den hier rausholen, dann komme ich da auch dran. Dann setze ich den rein und den richtigen dann da rein. So, und den Rest hast du auseinandergebaut. Habe ich. Ganz frech. Jetzt passt das, gell? Ja, jetzt. Ja, ist ja gut. Kann vorkommen. Ich wollte dich nochmal herausfordern. Ja, ich wundere mich schon. Hä? Hab ich jetzt was falsch gemacht? Nein, nein, war mein Fehler. 2 zu 0. Ja, stimmt. Läuft für dich. Nee, läuft bei dir, sagt man. Läuft bei dir. Das ist bei dir, nicht für dich. Für dich läuft es nicht, aber bei dir schon. Das ist auch so witzig auf der Arbeit. Da machen wir im Moment jetzt so Challenge. Ui. Den Weg zur Arbeit, ne? Das ist ein längerer Weg. Und vom Bodyplatz halt, ne? Ja. Zu uns habe ich 13 Minuten gebraucht. 13 Minuten. Zu Fuß jetzt allerdings. Zu Fuß. Das ist halt neue Bestzeit. Und wo ist die Challenge? Machst du mit dir selber, oder? Nee, nee. Mit der Arbeitskollegin. Das ist schon echt witzig. Mhm. Und dann haben wir eine Wickel-Challenge gemacht. Da war ich auch schneller. Heißt das, du kriegst in der Spätschicht deinen Zug jetzt noch? Ja, den krieg ich, ja. Ja? Weil du ja sonst schon mal sagtest, müssen eine Stunde warten oder eine halbe Stunde. Also manchmal kriege ich ihn, manchmal nicht. Ach so. Also auch mal davon abhängig, wie schnell du aus dem Laden rauskommst. So ist es. Und den brauchst du nicht mehr. Das sieht doch gut aus, könnte ich aus. Ich schieb das mal wieder rüber. Ich muss ja auch erstmal überprüfen, ne? Ja, ja. Sonst mache ich wieder Fehler, die du dann nicht siehst. Ah, ja. Nom, 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 nom. Hm. Ja, früher hatten wir das ja auch bei der Firma mit dem R. Ja, stimmt. Kommissioniert hatten, wer schafft mehr Picks und so. Genau. Mit Tobi noch. Mit Tobi. Wo man einen Tag irgendwie 1800 Picks gemacht hat. Das war cool. Das war echt cool, ja. Aber da ging das auch noch. Im Crosstalk, alle waren sie da am Lasern und wir haben nur getippt wie die Irre. Ihr dürft aber nicht tippen. Hm. Haben es trotzdem gemacht. Wir haben es trotzdem gemacht. Richtig. Das waren noch Zeiten. War eine schöne Zeit. Ja. Das stimmt. Ist ja auch ein Job, den ich gerne länger gemacht hätte. Ja, wenn sie nicht weggezogen, wären wir ja immer noch. Ja, dann wären sie vielleicht noch da. Dann wäre ich vielleicht auch nie aus Dortmund rausgezogen, weiß man nicht. Weiß man nicht. Ging mir auch nicht schlechter. Nee. So ein bisschen, vielleicht hätte ich dann mal eine andere Wohnung. Das kann natürlich sein. Das weiß man nicht. So, einmal Pistolen hier. Uno, dos, dos. Ist das so locker? Ja, offensichtlich. Hm. Ich nehme mal den hier. Boah, Lego, ey, markiert das doch mal, wo man das hinsetzen soll. Hatten wir ja schon mal angesprochen. Also ist dir manchmal echt ein Wolf. Die Hotspots, ich sag.
Ja, farblich anders wäre schon nicht schlecht. Also nur ein gefärbt, was neu ist halt. Ja, irgendwie. Ich meine, da sitzen Ingenieure, die wissen, wie es läuft. Die müssen doch eine Idee haben. Ich sag ja, demnächst kriegen wir es zugeschickt, wir sollen es schon mal Probe bauen und Verbesserungsvorschläge. Das wäre richtig geil. Aber dann nur zum Nur es hätte sie uns Entwicklungskurs. interessieren, ja. Ja, ach, weißt du, dann baue ich auch Barbie zusammen, weil ich gar keine Frau bin. Echt? Ja, warum nicht? Ob wir gesponsert werden, wieso nicht? Ja gut, danke. Ja, klar. Wir sind auch nur Huren. So, da fehlt auch schon wieder ein Stein, siehst du? Da fehlt sogar mehr als ein Stein, oder? Nee, da. Wie? Hier, der rote Der fehlt. rote. Ich hoffe nur der rote. Kann ich jetzt gerade nämlich nicht. Ja, da ist noch. Achso, der Ja, kommt das ist jetzt. dieses Ding dran. Diese Ecke. Der kommt jetzt, der braune. Ja, den suche ich gerade. Ach, danke schön. Das ist lieb von dir. So bin ich. Manchmal. Immer öfter. So, dann ist der Flügel schon mal fertig. Ja, ich bin gerade an den zweiten. So, wo kommt das? Mutat, kommtat, soldat. Da und ein Dreier. Hast du das aus Amerika mitgekriegt? Mit dem Internet? Nein, was genau? Den dabei die Netzneutralität zu kippen. Und das heißt? Das heißt, also es ist, sagen wir mal, so gut wie durch, es wird aber demonstriert ohne Ende, dass die Provider demnächst entscheiden können, welche Seite mit wie viel Speed aufgerufen wird. Wenn zum Beispiel die Telekom oder Unity oder Vodafone oder so sagen würde, wir mögen YouTube nicht, dann könnt ihr es drosseln. Wir unterstützen noch unsere eigenen Streaming-Dienste, Maxdome wird gedrosselt, Hauptsache die kaufen unseren Kram, solche Sachen. Das dürfen sie heute nicht. Aber in Amerika wird der Stein dafür gelegt. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Du bist so skeptisch gerade. Ja, wegen der Ecke da, die da rausguckt. Das ist das hier. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich auch. Aber ich war mir nicht sicher, ob die rausgucken soll oder nicht. Nee, die muss. Das irgendwie ist das falsch rum. Kann das Ist das? sein, dass die Verpackung noch falsch rum? Musst du noch mal gucken? Ja, ist ja nur hier. Ja, so muss So, so, war falsch rum, ne? Ja, so sieht es besser aus. Hast du noch mal Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, Herrchen. Mein Fehler noch rechtzeitig korrigiert. So muss das. Ja, nicht so wie ich hier, nimm, wird schon passen. Ne? Ja, sie ist etwas skeptisch. Skepsis ist ja nie verkehrt. Nee, ist es nicht. Oh, Vertrauen wäre mal schön. Vertrauen ist ja auch richtig, aber. So, habe ich jetzt wieder nur die falschen Flügel? Ja, hör auf. Nee, nee, ich gucke ja schon, dass da nichts passiert. Weil das ist, glaube ich, somit die Das ist die größte größte Fehlerquelle, genau. Das hatten wir schon ein paar Mal. Deswegen sind wir vorgewarnt. Ja. In der Tat. Jetzt hole ich mir auch erstmal die Wir haben Steine. aus den Fehlern von den letzten 2 Tagen Nicht gelernt. gelernt, ja. Vielleicht haben wir gelernt. Zwei Was heißt hier vielleicht? Tage. Nee, vor allem 2 Tage muss man sich jetzt noch bewusst sein. Normalerweise brauchen wir immer nur einen. Jetzt brauchen wir schon Ja, drei. aber auch keinen ganzen, ne? Sondern nur so So, ja, halbe, genau. so 7, 8 Stündchen vielleicht. Wir haben es, also es gab ja Sets, da hat eine Speicherkarte ausgereicht. Jetzt brauchst du 5. Ist ja nicht so. Ich meine, Gott sei Dank haben wir ja mittlerweile großen Speicher auf diesen ganzen SD-Karten. Ja, richtig. Die 64-Gig-Karte hat sich da echt schon bezahlbar gemacht. Auf jeden Fall. Dass du die zwischendurch leeren kannst. Aber sonst wärst du echt angepisst, ey. So. Ich muss auf dein Ja, gebautes. auf mein gebautes.
mal diese Dinge hier. Was hat die Kommen erst der Shop? Nee, ich weiß ja nicht. Irgendwas hast du mir da hingeschmissen. Wird schon passen. Ja, dann setzt es auch drauf. Ich kann das wieder nie abnehmen. Wo kommt das denn hin? Ach, du bist schon einen weiter. Ja, ich weiß aber, ne? Uiuiuiui. Siehst du, deswegen mache ich Fehler, weil du Stress machst. Sag mal der Kunden auch manchmal. Entweder macht der Stress oder ist einfach nur neugierig, wie die Kiste fertig ist. Ja, genau. Ja, das wird sein. So, zufrieden. Sieht gut aus. Ja, ich glaube auch. Ja. Obwohl? Wobei fehlt die Ecke hier nicht? Wollte ich gerade sagen. Aber das war nicht mein Job. Hä? Nee. Doch, da. Fuck. Nein. Nein. Da war er schon drauf, mein Freund. Da, hier hast du die Ecken draufsetzen müssen. Ja, das ist. Oh, Gott sei Dank, ey. Mann, ich dachte schon, ich wäre es wieder gewesen. Ja, jetzt steht es 1. 1 zu 50, ne? 1 zu 50. Ja, so sind wir nicht. Nee, ich? Ich mach mehr Fehler. Aber so, kommt hier nicht raus, mal. Nee, hier kommt nicht raus. Nee, der guckt nicht raus, der ist nach innen gerichtet. Hätte sein können. Hätte. Fahrradkette. Yay. Wie yay. Einfach nur so. WhatsApp macht mich fertig. WhatsApp versaut mich. Ja, WhatsApp ist eine gute, aber auch eine schlechte Sache. Ja, hab diese RPG-Geschichten ganz schön zurückgeschraubt die letzten Wochen. Das ist gut. Hab jetzt fast nur noch die 2er RPGs am Laufen, wobei ich gestern schon gehört habe, oh Mann, was denn weiter? Ja, ja. Dann lass erstmal die Feiertage vorbei sein. Wenn man ein guter Schreiber ist, dann. Ja, das ist es ja. Aber ich habe auch keine Lust, immer selber die Ideen zu haben. Von den anderen muss auch mal was kommen. Auf jeden Fall. Sonst wird das echt anstrengend. So ist es. Das muss belebt sein, ja. Von mehreren Leuten, nicht nur von einem. Sowieso recht ruhig geworden. Wieso? Ja gut, Weihnachtsstress, Klausurstress. Manche sind umgekehrt, manche waren im Krankenhaus, manche hatten anderen Stress. Hm. Stress ist nie gut. Stress mit Freunden, Stress mit Freunden, irgendwas ist immer. Hm. Naja. Kannst du den gleich ransetzen? Den ersten von zweien. Ach, den Flügel. Yes, we can't. Wenn ich den Steine finden würde, heißt es. Findest du schon. Mit der vollsten Vertrauen. Ja? Stimmt das nicht? Da verschlug ich mich ein Latt. Wie ist denn das jetzt gemeint? So? So, jetzt kommt der hier da dran. Fragt sich nur, wie rum. So rum. Uiuiui, es passt sogar. Schnüffel nicht. Ha? Cool, ha? Coole Sache. Ist cool, man. Aber Vorsicht. Das waren noch Werbezeiten. Das waren noch Werbezeiten. Ist dir mal aufgefallen, wie viel Werbung für Glücksspiele es im Moment gibt? Ich habe ja keinen Fernseher mehr. Fällt das ja nicht mehr auf. Ja, Leute, das gibt's auch. Du sollst nur noch Lotto spielen und Online-Casinos machen, ganz ehrlich. Zwischendurch rasierst du dich noch. Also, es ist ganz komisch, was da an Werbung. Es ist. Vorher hattest du Werbung für Produkte. Ja. Heute fast nur noch für Dienstleistungen. Du sollst Strom vergleichen, du sollst Versicherung vergleichen, du sollst Online-Casino spielen, Lotto spielen. Wahnsinn, was man alles machen soll. Ja. Das stimmt. Irgendwie? Vielleicht
glaube, das Thema hatten wir schon. Irgendwie kommt mir das gerade nicht vor. Oh, sonst wäre das Teil übergeblieben. Das sähe dann auch komisch aus. Aber ein Riesenteil. Oh, was kommt denn hier hin? Das ist über, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe schon 100 Teile, warum fehlt da was? Also wenn du tatsächlich das nochmal auseinander nimmst, um zu gucken, wo die anderen Teile fehlen, möchte ich wetten, dass dir noch mehr auffällt. Wie meinst du, dass mehr auffällt? Ja, was nicht so ist, wie es sein soll. Meinst du? Kann glaub ich mir nicht. Meinst du nicht? Nein. Vorstellbar ist das. Glaube ich nicht. Dann wirst du mir 50 Fotos schicken. Da haben wir was falsch. Da ist es verkehrt. Hier, das muss andersrum. Wieso passt der da nicht rein, wo er soll? Nein, das glaube ich nicht. Ja. So, ich brauche den hier, dann brauche ich davon zwei. Wie gesagt, ich mache ja nur die Räume neu. Weil ja, das hast du jetzt, wenn du da erstmal Blut geleckt hast. Och, da waren jetzt so viele Fehler, dann haben wir bestimmt noch mehr falsch gemacht. Du bringst das fertig und nimmst den Teil nochmal auseinander. Wenn ich Lust dazu habe. Dann bin ich ganz viel Teil auf. Hä, ich hab den Teil noch. Im Urlaub machst du das. Welchen Urlaub? Ja, du wirst bestimmt irgendwann nochmal Urlaub machen. Welchen Urlaub? Ja gut, ich werde wirklich bald. Ich nehme meinen erst wieder zu Ostern rum. Das war eine gute Entscheidung letztes Jahr. Muss man so gucken mit den Urlaubstagen. Ich mache ja wieder zu Festivals Urlaub. Ja, hast lange nichts erzählt, was denn ansteht nächstes Jahr, außer Wacken. Außer Wacken, genau. Rockharz, genau, Rockharz heißt. Da wollte ich auf jeden Fall auch hin. Das ist etwas, was ich noch nicht kenne. Er ist auch etwas kleineres. Wo ist das? Ja, wenn mir der Ort einfällt. Im Harz? Genau. Gag, bestimmt. Aber irgendwas stimmt. Ach, da kommt wir hin. Haben einen Fehler gemacht, das weiß ich wir jetzt. Vor allem. Hoppala. Wir. Wir sind ja ein Team, also. Perfekt, das merke ich mir. Das ist was Gutes auf Arbeit. Wir haben einen Fehler gemacht, Leute. Ich aber nicht. Doch, wir sind ein Team. Du auch. Weil hier, der Vierer soll ein Dreier sein. Oh, dann hast du einen Fehler gemacht. Ich nicht. Weil ich habe, glaube ich, keinen davon dran gesetzt. Ich überfliege das gerade schon mal, aber bisher kann ich nichts erkennen. Ich auch, aber. Die nächsten zwei Wochen bin ich ganz allein auf Arbeit. Ist doch gut. Ist kein Schein da außer mir. Ja, und der mich damals angelernt hat, hat gesagt, wenn ich alleine bin, bist du Chef. Na gut. Dann bin ich Chef. Also was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Kassen. Die sind nämlich fast voll. Und ich glaube nicht, dass man über die Weihnachtsfeiertage die mal eben lernen lassen kann. So, was könnte der Herr denn falsch gemacht haben? Ja, aber vor allem hier ein Vierer, ein ganzer Vierer? Kann auch nicht sein. Also ich hatte keinen Vierer, das wüsste ich. Ich auch nicht. Da ist auch nichts. Da ist ein Vierer, haben wir da vielleicht einen Dreier reingesetzt? Kannst du ja mal gucken, ich gucke unter anderem. Ja, aber ich wusste wo. Da. Nee, da hatte ich einen Vierer, das weiß ich. Hier, da kommt. Ich weiß nicht, ob der Ding gemacht hat. Achso, da waren die anderen Flügel ja auch noch. Ne, da ist keiner hier. Da kommt er dran. Oder ist das der hier? Das ist ja die. Ist das der hier? Die weiße Platte ist das. Das ja, die weiße Platte, ja. Ist das dieser hier? Ja. Gut, dann. Warte. Nein. Ja. Das ist der hier. Doch, ne? Na, ja, ansonsten fehlt noch keiner. Also, da sind Dreier dran. Das war die Platte, ne? Die sind auch dran. Ne, hier vorne. Hier hinten. Entschuldigung, das sind die beiden. Oh.
Boah, das ist ja ganz wuschig vorne hinten. Ja, stimmt. Ja, wenn wir erstmal die. Das ist kein Piraten. Den hatte ich gemacht, der ist auch dran. Das ist der Weiß, ja. Hier gab es keinen. Da gab es keine Dreier, den also die Ecken da. Da gab es zwei, da sind zwei. Die. Da sind auch Vierer dran. Nein. So. Guck's. Hier vorne. Ja, da fehlt ein Vierer, oder was? Da fehlt ein Vierer. Boah, wie. Also, statt ein Vierer muss. Nee. Mhm. Dann ist noch irgendwo einer falsch. Wieso? Ein Dreier? Ja, wir brauchen hier noch einen Vierer dann. Ja, richtig. Warte mal, hier ist, glaube ich. Der ist ja dran. Der zweite fehlt. Den habe ich übersehen. Ja, vorne hier. Drin. Gut, das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Dann müssen wir noch einen Dreier finden, wo wir einen Vierer reingesetzt haben. Wir sind ja ein Team. Was haben wir da für einen? Ein Vierer. Welcher Flügel ist das? Das ist der neue, ne? Ja, ne. Da ist auch ein Vierer dran. Okay. Ist er? Dann Rückseite. Ein Dreier. Ja, Dreier fehlt ja nicht. Das ist okay. Und hier ist ein Dreier. Mhm. Ja, nur, man muss ja trotzdem kontrollieren. So. Dann wieder umdrehen. Da so ein Dreier dran. Das ist der hier. Mehr ja, habe genau. Ich hier nicht. Hier habe ich nichts. Ja, doch die, aber. Ja, das ist ja weiter anders. Was hast du hier? Ein Dreier, genau. Das ist einmal der neue Flügel. Da ist ein Vierer dran. Ah, wo haben wir beide einmal Scheiße gemacht? Nee, ist ein Dreier. Ach, Scheiße. Ach Mann, ey, ich dachte, ich hätte ihn jetzt. Hätte sagen können. Ja, Mensch. Das war ein Dreier. Aber ich sehe auch keinen Vierer mehr. Gucken wir mal. Hier sollte ein Dreier ran, das würde schon passen. Da, bis hiermit. Wo ist der denn? Der ist noch gar nicht drauf. Der würde jetzt kommen, das ist der Step, wo wir jetzt sind. Strange. Gucken wir mal, vielleicht kommt das ja noch. Aber ein Vierer, also ein Vierer fehlt. Ja, der Step ist jetzt, stimmt, hast recht. Ja, da haben wir aufgehört. Also hier kann nichts anderes rein, weil wir sonst eine Lücke hätten. Ja, ein Vierer muss ja zu viel dran sein, weißt du? Ja, eben. Deswegen zu viel. Deswegen sage ich ja, wenn hier ein Dreier rein müsste, hätten wir eine Lücke hier. Das wird nicht passieren. Genau, schon ein Vierer muss ein Dreier. Das Gitter ist auch übrig, komisch. Ah, da ist das abgegangen. Ja, das ist nur abgegangen. Habe ich schon gewundert. Juhu. Ja, kann ja auch nicht sein, ne? Na, man wird vorsichtig, ist schon klar. Da ist ein Vierer fehlt. Aber wir finden das noch. Ich lief so gut bis jetzt. Ja, zu gut wahrscheinlich. Zu gut. Das ist es wieder, ne? Da bildet man dann sich was ein. Ja, so ist das. Kannst ja, genau, kannst ja. Ja, viel suchen kann ich da gerade nicht, aber das ist ja alles irgendwie. Hm.
orientiere mich dann gerne an den fertigen Bildern. Naja. Dann tatsächlich 2-4 dran. Ja, da geht die Suche wieder los. Dann geht's schon wieder los. Ja, dann sind wir auch schon wieder. Das ist der Dreier, den wir vorhin hatten. Da ist auch einer dran. Komisch. Aber der ist auch über, ne? Also es ist genau der Vierer, den wir eigentlich hätten brauchen müssen. Würden, ja. So. Der kommt hier an. Hä? So wie hier. Nur andersrum. Genau dasselbe. Also den habe ich genau vertrunken. Okay. Wie? Hä? So. Unten runter, genau, das schließt genau damit ab. Nee. Da. So schnell ist es doch. Da. Wo hast du den denn jetzt her? Oh, Stupido. Naja, gut, dass da noch was hin musste, sonst hätten wir es wahrscheinlich nie gefunden. Oder nur sehr schwer. So, jetzt nochmal ganz oben. Das muss so rum. So, ja. Nee, so, der war zu lang. Irgendwie, bei mir geht das nicht. Mach doch so. Mach dann mal, ich kann dann nicht. Irgendwie geht das nicht. War es einfach nur einen zu weit drin. So. Passt die Spiegelung, ja? Sieht das gleich aus? Wie? Wie so ein kleines Raumschiff. Ja, ist ja auch der Deckel, ne? Dann guck mal, wo es hin muss. Da ist schon wieder irgendwas, wo es einklemmen soll wahrscheinlich. Hier dran. Oh, oh, oh. Dann bricht alles. Merkst du was? Das hängt alles irgendwie in dieser Ecke, ne? Ist die Frage, wie? Ist das Schwarze so oder so oder so? Ja, wie war es denn die ganze Zeit? Wo ist es denn? Nee, das Schwarze war so rum die ganze Zeit. So, das ist. Der staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Das ist von. Ich zoome das mal ein bisschen raus, dann könnt ihr noch ein bisschen mitgucken. Das ist die Frage, wie das sagen kommt. Das heißt, auf diesen schwarzen Vierecken dran, oder? Wie haben die dich denn das vorgestellt? Das ist halt so mit Tipps, ne? Ach, da vorne soll das dran. Oder? Soll das in die Theorie drauf, oder was? Ja, soll ich dran. Warte, kann man da nichts? Ne, der guckt raus, der sitzt nicht da drauf. Der sitzt nicht da drauf. Der guckt genau dahinter, siehst du das? Der sitzt genau dahinter, der Graue. Damit du es kippen kannst halt, ne? Ja. Haben sie sich das gedacht, dass man das da reinfummelt? Tja, du magst auch fummeln. Ja, schon. Grundsätzlich ja. Oh nein, jetzt nimm das nicht raus, das kriegst du nie wieder dran. Doch. Geht besser dran, als hier zu fummeln. So, das kommt ja genau dazwischen, siehst du? Ja, das meine ich doch. Und wie willst du das jetzt da reinkriegen? Du
Spearshot-Idee. Das war in der Mitte, ne? Warum merkst du dir sowas nicht? Blätter mal 500 Seiten leider zurück. Nee, das war nicht in der Mitte, dann kannst du es ja nicht klicken. Das wollte ich mal wissen. Oh mein Gott. Okay, so rum geht's auch nicht. Jetzt hast du es kaputt gemacht, ich werd bescheuert. Warum geht das dann auch so leicht ab? Tja, Lego ist unfliegig. Ja, ist ungewöhnlich. Nee. Ah ja, schon so rum, ne? Nee, andersrum war richtig. Sehe ich schon? Mhm. Aber geil, jetzt setze ich ja. Unglaublich. So rum, ja. Und. Ach, doch nicht so weit. Nein, 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 das ist verkehrt. Oder? Okay. War das so nah da dran? War das so nah dran? Ja, ist ein Loch. Und ich meine, ging das wirklich hier an diesen Haken dran? Habe ich. Guck doch, er ist ein Loch. Ja, aber umgekehrt. Aber anders so. Umgekehrt. Ja, sehr gut. Wird das sein? Ist ja nicht so, dass es. Ja, das ist super. So, wie mache ich das jetzt? So, fest. Könnt ihr mir das noch sagen? Lego-Style. Das ist echt. Friemeln. Friemeln, genau. Friemel ich oder friemel ich nicht? Das ist Tobias Special. Und legen wir eine schöne Musik. Vielleicht reißt du das Tor da unten ab. Das sitzt schon mal nicht mehr drauf, würde ich sagen. Sag mal hier. Ich hab's versucht. Zeit, du kannst es ja nicht festdrücken, weil. Ja, kannst du schon. Das Finger weg. Ja, so hat es ja auch. Ja, 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 ganz geschmeidig. So. Ja, das kannst du aber nicht kippen. Das gefällt mir. Da hast du was recht. Ja. Ist nicht so einfach, ne? Ach, Lego. Schalten wir wieder ein, das heißt. Fummeln mit den 200. Die zwei Fummeln. So, jetzt auch. Nein, der ist nicht fest. Doch. Nein. Guck. Nein. Niemals so schräg wie das ist. Muss ja schräg sein. Nee, schräg im Sinne von schief, also im Sinne von nicht richtig. Also entweder. Ah, jetzt. Ja. Sehr gut. Nur mal den Test. Nee, oder? Irgendwie so richtig fest ist er nicht. Doch. Weißt du warum? Nein. Oh nein, der Haken. Der Haken. Es hat einen Haken. Ach, come on. Ich sag ja, wir kriegen das Ding niemals heile in dein Auto. So Anfangsschwierigkeiten. Anfangsschwierigkeiten nach der 15. Tüte. Oh nein, er hat es wieder abgemacht. Der ging nicht anders. Nein. Ist das schlimmer? Tja, wo war das? Ja. Ich freue mich. Ich mir auch. Das war irgendwo hier, ne? Irgendwie. Das war hier. Mach mal da dran. Das war da. Ja, gut. Das weiß ich. Wie gestern. Praktikantin! Lassen wir so und wir machen einfach weiter. Komm.
Nee, das haben wir sonst nicht gemacht. Lass mich das nochmal versuchen, das hat er vorhin auch relativ. Ja, bis du das rausgenommen hast. Warum geht das nicht ganz runter? Ja, lass nicht zu sehr drücken, glaube ich. So. Nein, da stimmt jetzt aber was ganz unklar. So. Jetzt. Ist es denn drin? Ja. Ich lasse es jetzt so, ich fasse das nicht mehr an. Nein. Der Knüppel ist wieder raus. Nein, nein, was anderes. Nee, das passt doch so nicht. Doch, passt doch. Das ist schon richtig dran. Das Einzige, was abgegangen ist, ist dieser... Der was? Der beige Klotz da, der unter diesem... Nee, so wie das wackelt, so wie das wackelt, ist da gar nichts dran. Ist wieder abgegangen. Wo ist denn der Klotz? Also Lego, das ist auch ausbaufähig, eure Taktik hier. Der ist abgegangen. Damit du halt kippen kannst. Ja, die hätten das irgendwie... Das was hier halt... Irgendwie anders. Irgendwie anders. Aber hier ist auch was, das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist auch nicht richtig hier. Das stößt nämlich die ganze Zeit dagegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so muss. Ach, toll. Nix 8000. Weil ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich... Ja, der muss auf der anderen Seite. Ja, man kann das auch nicht wirklich kippen. Nee, der war schon richtig, Thorsten. Okay. Dann lass ihn nur mal kurz ab. Lass ihn nur so lange ab, bis wir das Ding hier drin machen. Wir müssen einfach das Tor nochmal abbauen. Weißt du, was ich meine? Das ist so strange, ne? Also ich würde es jetzt echt so lassen. Warum willst du das Tor abbauen? Achso, hast du das schon? Das hast du doch gerade. Warum sitzt du es jetzt nicht? So. Da will ich jetzt nichts machen. So. Auch wenn das irgendwie... Ja, aber ist das doch richtig? Ja, ja, richtig schon, aber es ist halt nicht fest. Aber je fester du es machst, desto schneller ist es ab. Es ist fest, gut. Aber... Meister sagt, es ist gut. So, irgendwie hängt es jetzt. Gut, sind wir durch. Ja. Nach Formelei und so. Sehen wir uns bei Tüte 15. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.